Also das ist auch aus der Traumatherapie und ist ein Akronym, steht für Constant Installation of Present Orientation and Safety. Und das hat sehr schön die Christine Rost veröffentlicht, auch wie man das so anwenden kann. Ich wende das immer sehr, wie soll ich sagen, in dem psychoonkologischen Kontext ganz pragmatisch an. Und da geht es so darum, dass man fragt, was könnte denn am schlimmsten passieren? Wie lange wollen Sie daran denken? Zwischen 3 und 10 Sekunden. Und bei der Kollegin war es so, die kannte ich ja auch nicht. Da sagte sie, ja, mein Sohn ist schon seit Babyalter dialyseabhängig und er hat schon 2 Nierentransplantationen abgestoßen und jetzt hat er die Chance für eine dritte. Aber ich habe Angst, es kann auch sein, dass er dabei stirbt. Puh, da war ich ja auch erstmal berührt von dieser ganzen Dynamik. Und dann geht es dann so darum, dass ich dann gesagt habe, okay, dann wie lange wollen Sie daran denken jetzt, wenn Sie die Augen schließen? Und dann sagt sie, ja, so 3 Sekunden, okay, schließen Sie die Augen. Denken Sie 3 Sekunden daran, dass Ihr Sohn bei der Operation auch sterben könnte. Und ich zähle 1, 2 und 3. Und dann macht sie die Augen wieder auf. Und dann lasse ich mir beschreiben, was sehen Sie jetzt hier in der Gegenwart. Irgendwann, man geht ja mal zum Friseur, ne, war ich beim Friseur, kriege ich eine WhatsApp. Und da war sie dran. Und hat gesagt, jetzt habe ich mir meine Haare abrasiert und so weiter, wegen der Chemo und der Schritt ist vollzogen. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ist das merkwürdig, ich bin auch gerade beim Friseur. Und dann hat sie zurückgeantwortet, ja, aber ich soll mal nicht vor lauter Identifikation mir auch eine Glatze schneiden lassen. Ne, also ich will nur damit sagen, dieser humorvolle Umgang, ne, das ist es ja. Das Leben geht weiter. Und wie kann man dann miteinander so freundlich und empathisch umgehen, ohne dann, wenn man so will, überflutet zu sein? Und das hat sehr viel mit dem Resilienzkonzept zu tun. Ich habe mal hier so eine aktuelle, so ein paar Charakteristika aufgeschrieben. Und das macht halt wirklich, dass Menschen in Krisen auch anders reagieren. Das geht zurück auf diese erste Studie, die 1955 begonnen hat. Und Sie haben das ja auch in Ihrem Handout, ich will es nur noch mal erwähnen. Das Wichtigste für die Resilienz im Leben ist im Grunde genommen, auch wenn man widrigste Umstände hat, wie das diese Kinder teilweise hatten auf Hawaii, wenn man Menschen hat, die einem was zutrauen, die im Grunde genommen diese, ja, dieses Individuelle in einem selber herauslieben, sage ich da immer dazu, dann wächst man im Leben doch anders heran und hat solche Schutzfaktoren auch gegen unkontrollierbaren Stress. Dass man das alles kreativ auch macht, von mir aus auch Zahnarztbesuche, ja, das T-Shirt schön anzieht, das ist einfach super ein schöner kreativer Akt oder eine Quelle für eine Ressource. Dann der zweite Punkt wären Erfahrungen. Und das macht, das schreibt man ja auch sein Leben lang fort, was man in Beziehungen macht, wie man im Grunde genommen auch ja, in der Natur unterwegs ist oder auch die Kunst, ne, so wie Sie erzählt haben, ne, in dem Museum Barberini letzte Woche. Und dann natürlich, das ist auch eine ganz wichtige Quelle, die Haltung. Da erinnern Sie sich vielleicht nochmal an diese Alice Herz-Sommer, ja, die sagt, das Leben ist schön, life is beautiful, auch wenn man, sagen wir mal, vieles hat, was nicht so schick ist. Aber es ist immer eine Entscheidung, man kann sich entscheiden dafür, auch im Umgang mit, sagen wir mal, existenziellen Problemen oder auch einer unsicheren Zukunft. Und das vierte, damit ist vor allen Dingen sowas gemeint wie die eigene Lebensgeschichte, also die Kultur, auch in der man vielleicht hineingewachsen ist oder auch, was man vielleicht in der Familie alles für Rituale und so weiter kennengelernt hat, bis halt in der Gesellschaft und wie man das im Grunde genommen auch bezogen auf die eigene Rolle umsetzt.